ankündigen, und zwar ein Projekt, woran wir schon länger arbeiten, also Mini und ich, und so langsam geht es in Richtung Endspurt. Und zwar geht es da um ein Problem, das wir auch schon länger haben. Und zwar kochen wir ja oder essen wir ja unglaublich gern japanisch, aber als Vegetarier und Veganer sogar ist es natürlich ziemlich schwierig, japanische Sachen zu essen, weil irgendwie gefühlt überall Fisch drin ist. Und wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, kochen wir unglaublich gerne, und da haben wir halt so mit der Zeit so unsere lieblingsjapanischen Gerichte irgendwie in veganer Variante sozusagen gezaubert. Und ja, da das jetzt so einiges zusammengekommen ist und wir glauben oder hoffen, dass viele auch so ähnliche Probleme haben, japanisches Essen zu finden, was sie als Vegetarier oder sogar Veganer essen können, haben wir uns gedacht, wir machen einfach daraus so ein Kochbuch. Ja, und das ist halt unser neues Projekt, was jetzt bald ja, zu kaufen sein wird. Und zwar geht es jetzt so langsam in Richtung Endspurt, weil ich wollte unbedingt warten, bis ich in Japan war. Weil einmal, damit ich wirklich so richtig japanisches Essen ja, gegessen habe, und auch weil in Japan, also in Tokio, erstaunlich viele vegetarische und vegane Restaurants gab, und da konnte ich mich natürlich auch nochmal super inspirieren lassen, und ja, das wollte ich jetzt noch eben mit ins Buch einfließen lassen. Unser Kochbuch heißt Umami, ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gesagt, also Umami ist diese fünfte Geschmacksrichtung, vielleicht habt ihr davon schon gehört, dass es im Japanischen gibt, und die wollten wir eben auch beibehalten ohne Fisch, und auf jeden Fall ist dieses Buch aber auch nicht nur was für Leute, die vegan essen, sondern auch für Leute, die ja, gesundheitsbewusst essen, die viel Gemüse essen wollen, die gerne was Neues ausprobieren, die aber auch gerne sparen wollen. Und ja, man denkt vielleicht im ersten Moment, Japanisch ist teuer, vegan ist teuer, das ist alles ganz teuer, aber das ist gar nicht so, weil wir als Studenten haben natürlich auch nicht so das Geld, uns die ostasiatische Goro-Wurzel zu kaufen oder so. Und wir haben halt dann probiert, uns auf die wichtigsten japanischen Zutaten zu beschränken, die man wirklich braucht. Und ansonsten eher so regionale Produkte zu benutzen, die es halt auch bei uns gibt, ohne dass wirklich dieses, ja, der japanische Geschmack, dieses Umami halt verloren geht. Und deshalb ist das nicht nur was für Leute, die vegan sich ernähren, sondern auch wirklich für andere Leute, die sich für die japanische Küche interessieren und die gerne und günstig kochen möchten. Das Buch werdet ihr so ungefähr Anfang Dezember in jedem Buchhandel kaufen können. Ihr könnt es aber auch auf Amazon bestellen. Und wir sind aktuell noch so ein bisschen in der Preiskalkulation. Das wird sich erst am Ende zeigen, wenn das Buch gedruckt wird, wie teuer es wirklich wird. Aber ihr könnt so rechnen, dass es ungefähr zwischen 17 und 20 Euro kosten wird. Also so eigentlich ganz normaler Kochbuchpreis. Und dafür wird euch aber noch ein bisschen mehr geboten. Und zwar ist es nicht einfach so ein ja, pups, stinknormales Kochbuch, sondern es ist meiner Meinung nach eigentlich schon so ein kleines Kunstwerk, weil Mini ist ja auch Designerin und ich ja eigentlich auch. Aber Mini hat halt ganz coole Zeichnungen dafür gemacht, und es ist halt wirklich auch so ein kleiner Blickfang, würde ich fast sagen, der sich echt gut im, ja, im Bücherregal machen würde. Und deshalb ist es nicht nur was vielleicht für euch, sondern vielleicht auch als Geschenk zu Weihnachten. Es ist ja gerade auch so die Zeit, so haha, zwinker, zwinker, vielleicht eine kleine Idee für ja, Freunde von euch, die gerne kochen, die Japan mögen, die vegan sind. Für all die Leute könnte das bestimmt ein super cooles Geschenk sein, nur so als kleiner Tipp für euch. Wir würden uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn ihr euch das Buch holen würdet und uns damit so ein bisschen unterstützen würdet. Falls es wirklich gut ankommt, können wir uns vorstellen, das auch noch mit anderen ja, Landesküchen zu machen. Weil ich glaube, dass es eigentlich weniger Kochbücher gibt in die Richtung, dass es wirklich vegan ist, und Länderküche, vielleicht interessiert euch das. Und wir würden uns wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vielleicht einfach mal reinschaut, guckt, ob das was für euch ist. Und uns einfach ein bisschen unterstützt. Und ich werde euch natürlich auch Bescheid sagen, sobald das Buch dann im Handel zu kaufen sein wird. Ja, wie gesagt, irgendwann Anfang Dezember. Und ihr werdet das dann auf jeden Fall mitbekommen, sei es hier, sei es auf Instagram oder in meinem Newsletter, für den ihr euch auch anmelden könnt auf meiner Blogseite. Und dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Und bis dahin arbeiten wir jetzt noch fleißig weiter die Nächte durch, damit es auch wirklich rechtzeitig fertig wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.